Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufregenden, spannenden, dramatischen, sentimentalen, tollen Folge Far Cry 3. Wir haben uns schon in der letzten Folge verabschiedet. Haben noch ein paar Drogen genommen. Und jetzt geht's weiter. Glaube ich. Ja, jetzt geht's weiter. Wie bitte? Wie war das? Geh einfach. Okay. Aber große Schnauze haben, wenn ich fast weg bin. Naja. Ja, nochmal. Härter, als ich gedacht habe. Ja, und wie gesagt, nochmal viel Spaß bei dieser Folge Far Cry 3. Das nehmen wir wieder mit. Wir müssen. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Wo ist das? Ach, da. Zu Willis. Gehen wir nochmal ganz kurz hier hin. Gucken nach, ob wir auch alles verkaufen können, was wir verkaufen sollten. Ja. Dann nehmen wir noch Munition mit. Inventar auffüllen, ja. Ja. Oder, Moment. Ein was noch. Holen wir uns noch ein paar Karten. 2200 haben wir. Ja, da wären es ja nur zwei. Nehmen wir jetzt mal die hier mit. Genau. Dann anpassen. Ah, gibt's nichts. Okay. Aber Schalldämpfer ist schon mal drauf. Ein schönes Scope ist auch drauf. Sollte reichen. Sturmgewehre. Maximal. An dieser Waffe können bis zu zwei Aufsätze angebracht. Ach so, jetzt macht Klick. Okay. Dann machen wir das ab. Und das dran. Ah, jetzt. Okay, jetzt hat Klick gemacht. Erweitertes Magazin. Ja. Muss ja nicht unbedingt. Dann gehen wir noch. Was haben wir noch mit? MPs, glaube ich. Anpassen. Aha, ja, dann müssen wir das hier ab und hier dran. So.
Was hatten wir noch? Ja, gehen wir einfach mal nachschauen, was wir noch mit hatten. Ich weiß es gerade gar nicht. Also wir hatten hier, die haben ja, die haben auch ausgerüstet. Die auch. Ach, die AK. Da müssen wir nochmal rein. So, das war Sturmgewehre. AK-47. Anpassen. Achso, hier gibt's gar nichts. Dann nehmen wir gleich meine andere Waffe mit. Nehmen wir die, genau. Ausrüsten. Zur AK. Anpassen. Okay. So, die hat aber allerdings keinen Schalldämpfer. Ach, wir nehmen eine Schrotflinte mit. Egal. Ausrüsten. Ja. Anpassen. Erweitertes Magazin. Ne? So. Und das. Nachtsichtrotpunktreflex. Okay. Dann nehmen wir Nachtsicht. Nee. Rotpunktreflex. Ja, das reicht so. Gut. Und gehen wir mal. Haben wir schon viel zu lange hier aufgehalten. Okay. Jason, ich habe lange nichts mehr gehört von dir. Dachte, du wolltest weg hier. Nein, ich bleibe hier. Ich ja. Nicht. Die Russland-Operation ist aufgeflogen. Ich schließe mich der Taskforce 141 an und bin raus. War sehr schön mit dir. Danke. Ach, bevor du gehst, du musst mir einen Gefallen tun. Hilf mir, heute zu erledigen. Das geht nicht. Wäre leichter, ein Barter an einem Samoaner zu finden. Aber probier's ruhig. Ich hatte meinen Agenten da drüben. Er lebt noch. Glaube ich. Kannst du mir helfen, hinzukommen? Auf meinem Weg fliege ich über Holz Insel, wenn du mit willst. Ich schicke die Koordinaten. Perfekt. Ich werde da sein. Das Flugzeug hebt gleich ab. Ob du da bist oder nicht. Okay. Ja, dann müssen wir mal hier das Fahrzeug nehmen. Wir haben 4 Minuten und 54 Sekunden Zeit. Mal schauen. Huch! Das schaffen wir. Ich hasse es, Zeitdruck zu haben. Ah, da ist man immer so unter Zeitdruck. So ein Dreck. Okay. Ich glaube, 500 Meter schaffen wir in 4 Minuten auch zu Fuß. Gott, vielleicht auch nicht. Da ist ein ganz böser Tiger. Ah.
alles knapp. Noch nachladen. Schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Komm. Gib mir das Fleisch. Super. Und weiter geht's. Boah, du Köder, geh weg. Ich habe zu tun. Das könnte verdammt knapp werden. Na los! Lauf, Forrest! Lauf! Okay, die Zeit ist schon mal aus. Jetzt können wir uns anscheinend Zeit lassen. Aber nö. Jason, ist wie in Alamo hier. Die Piraten haben mich umstellt. Komm schon. Nein. Na okay, dann müssen wir jetzt dir den Arsch retten. Ja, mach ihn kalt. Vorher war richtig kalt. So, und dann noch den nächsten und den nächsten. Na super. Okay, dann reparier das mal. Ich rüste mich hier aus. Okay, das war's schon. Hier gibt's vielleicht noch was. Genau. Okay, da kommt der Erste. Da müsste mal dieses große Ding spüren. Ja, mache ich. Die Aufregung. Diese Aufregung. Ah, Mann. Ja, ich zeig, was ich drauf habe. Mensch, Junge. Stopp. Nein! Mann! Ich hasse diese gepanzerten Typen. Die halten viel zu viel aus. Viel zu viel. Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell! Ja, ich komme. Ich bin tot. Du bist tot. Die Penner haben uns die Luft rausgelassen. Ich muss das reparieren. Ja, dann reparier und ich rüste mich erneut aus.
Oder auch nicht. Von hier vorne kamen ja die ersten Idioten. Jetzt reparier! So. Sieht ja schon mal ein bisschen besser aus als wie vor, vorhin. Oder wie vorher. Oh Gott. Ey, da müssen wir anderes nehmen. Anderes Geschütz. Am besten die Schrotflinte. Okay, das ist nicht die Schrotflinte, aber das ist was anderes Starkes, oder? Ah! Mensch, Heilung! Wo ist die Schrotflinte? Okay. Jetzt zieh mal zu, wie ein... Oh. So. So viele Leichen, aber naja. Die haben es gewollt. Nicht meine Schuld. Na los, reparier! Okay. Okay, dann los rein. Ah. Nein! Du Hurensohn! Ah! Ja, tut mir leid für diesen Ausdruck. Aber wir haben es geschafft und haben dennoch verkackt. Aber zum Glück müssen wir nicht nochmal neu anfangen. Nicht ganz zumindest. Okay. Ja, hör ich. Nein, jetzt stirb, Junge! Mann!
Ja, ich weiß, ich stand genau in den seinem Schussfeld, aber eigentlich, ne, 3-4 Schüsse mit der Schrotflinte in die Schnauze. Mann! Sollte eigentlich ausreichen. Ja, das Ding geht natürlich nicht so weit. Nee, diesmal nicht. Ja, noch nicht mal eine Granate. Ihr habt's gesehen, Alter. Fick doch die Henne. Mann! Halsmaul, Junge, Halsmaul. Heilung, los! Mann, Heilung! Haben wir es geschafft. Juhu. Mit Verzweiflung, mit ziemlich vielen Schusswunden. Aber wir haben es geschafft. Na los, wird es. Jason! Steig ein! Ja. Fliegst du in dem Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. Steig ein. Ich sagte, steig ein. Okay, steigen wir eben ein. Ich hab aber Höhenangst. Oh, und Flugangst. Übrigens, mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star-Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Okay. Das werden wir tun. Auf jeden Fall. Ich habe den Agency mein Leben gegeben. Ich habe viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Bin fast raus aus dem Dschungel! Haha! So. Jetzt sind wir gleich auf der Insel vom lieben, wie heißt er? Hoyt. Genau, Hoyt. Und mal schauen, was uns da erwartet. Okay, fliegen jetzt mal. Bist du sicher, dass der Wingsuit funktioniert? Na klar, einfach die Arme ausbreiten, das funktioniert. Viel Glück in Russland. Ich bin stolz, meinem Land zu dienen. Wow. Jawohl. So, Wingsuit. Oh yeah. Wahnsinn! Aber wie lande ich? Oh nein! Ach ja, falscher. So. Das war geil. Oh ja, das war geil. Ob es diesen Sam wirklich gibt. Ich würde jetzt mal ihr sagen, wir machen mal ab hier ein Ende
und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da erkunden wir diese Insel vom Hoyt. Adieu und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ach ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht ein Abo. Aber ihr müsst nicht, ihr könnt es auch gerne disliken, mir egal. Macht, was ihr denkt. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss.